bisschen mit mir. Der Scheinwerfer ist hauptsächlich an. Jetzt heute Morgen. Hier stehen wir dann im Scheinwerferlicht bei traumhaften Temperaturen. Ich habe ja schon Angst gehabt, dass wir heute Morgen gebraten werden, aber es ist nicht so. Es sind wunderschöne Temperaturen. Es ist ein Ambiente wie bei der Villa Emilia. Und als Erinnerung, des Kosmos-Tag in St. Wendel ist jetzt, glaube ich, die dritte Veranstaltung, die zweite Veranstaltung, die wir von den Rubensportitoren ja hier durchführen. Und dann so ein Zuzug zu erleben, das ist ja Wahnsinn. Heißt, worauf geht dieser Christophorus-Tag zurück? Nein, St. Christophorus weiß jeder, der Namensperson von allen, die Christoph meisten, war der Mann, der das Jesuskind über den Fluss getragen hat und dabei die Sorgen der Welt mit rübergestellt hat. Aber er ist ja der Namenspatron. Aber du kannst erzählen, woher der Christophorus-Tag kommt und wieso der in St. Wendel war. Ja, jetzt sagt er, das hat von dem Hintergrund, der August Balthasar hat den Christophorus-Tag im Jahr 1955 aufgenommen und hat diesen Christophorus-Tag in der Postfach. Bei uns gibt es einen Film von 1956 und das ist erstaunlich, was 1956, wo ja die Kraftfahrzeuge noch nicht so überall auf der Straße waren, aber die Bosebach war prall zu mit Autos und die Segnung ist dann quer durch die Stadt, also die Fahrt quer durch die Stadt und in der Brühlstraße ist auf Anlass von August Balthasar ist der Christophorus eine Statue erstellt und erbaut worden und die steht jetzt in der Grünstraße auf der Riesenbrücke direkt gegenüber von unserem August Balthasar Gedächtnisplatte. Und dieser August Balthasar, das war nicht nur der Vater von den St. Wendler Motorradrennen, die ja von 1950 erstmalig auf dem St. Wendler Stadtkurs bis 1964 durchgeführt wurden. Er war auch der Mann, der die Idee hatte, den Christophorus in St. Wendel aufleben zu lassen. Und das hat er durchgeführt, bis er das Zepter vom NCW abgegeben hat im Jahr 1964. Und das waren wirklich wahnsinnig tolle und auch großartige Veranstaltungen. Zu der Veranstaltung 56, die wir auf der DVD eben schon mal erwähnt hatten, ist noch zu bemerken, es war damals noch eine Größe da, und zwar war das der Pater Leppich, das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen älteren Mitbürger von St. Wendel noch was, der Pater Leppich war ja die Kanonenkugel Gottes, so hat man ihn benannt, der hat damals die Festpredigt gehalten und auch die Segnung in der Grünstraße an dem Christophorus-Denkmal durchgeführt. So viel vom Christophorus in St. Wendel. Vielen Dank, Heinz Dübbaum. Heinz Dübbaum ist ja einer der Gründer der Motorsporthistoriker, die den historischen Motorsport in St. Wendel wieder aufleben ließen vor einigen Jahren. Seit einigen Jahren machen wir das gemeinsam oben im Mendelinenpark und da werden wir uns im nächsten Jahr auch wieder treffen. Wenn ich das richtig weiß, ist das schon beschlossen. Heinz, wann soll das sein? Das soll im nächsten Jahr vom 12. bis 14. August sein im Mendelinenpark auf unserer altbewährten Strecke und die Fahrer stehen schon mit scharfen Rufen in ihren Bereichen und erwarten auch noch die nächste Veranstaltung. Es ist zu erwähnen, dass die Veranstaltung mittlerweile einen Beliebtheitsgrad erreicht hat. Im vergangenen Jahr hatten wir die vierte NCW-Klassik und da hatten wir Nennungsschluss am 15. Juni und am 21. März waren alle Klassen abgefüllt. Ja, ich kann es bestätigen. Eins, wenn ich eine Veranstaltung des VfV, des Veteranenfahrzeugverbandes, kommentiere und dort nur den Namen St. Wendel erwähne, dann kommen die Fahrer anschließend alle zu mir, geben mir alle Unterlagen, wie es überhaupt möglich ist. Denn so beliebt sind wir mittlerweile bei den Motorsport-Historikern, die ja in ganz Europa unterwegs sind, auch heute wieder eine Veranstaltung, Großveranstaltung der Motorsport-Historiker in Deutschland. So, Freunde, jetzt gucken wir mal von hier aus um uns, was denn hier für Fahrzeuge stehen. Da sehen wir diese herrlichen Motorräder. Des heutigen Tages baute der ganz einfach im Tag den Erzeugung und den Auto behandelt, so viel Termine, dass wir den Sonntag, der die Karlsruhe
nur genießen möchten. Und dazu laden Sie alle heute ein. Vielen Dank, Werner. Oh, welcher Einladen? Hast du freigegeben? Nun, hey, was ist das zum Nachessen? Werner, super. Von Gerhard Müller aus Eppelborn, er hat diesen herrlichen Rush Lotus Super 7 von 1992. Wird bis heute produziert, dieses Auto. Dann hinter mir, ja, wir haben immer gesagt, das ist ein Karmann Ghia. Falsch. Legendären Formel 1 Konstrukteur Colin Chapman, er hat die Firma Lotus gegründet und eines seiner ersten Fahrzeuge, die er gebaut hat, das war der Lotus Super 7. Das ist dieses Auto, das hier steht. Das ist ein Lotus Super 7. Wir haben sogar einige mit dem 2 Liter. Der hier, das ist einer, das ist der Holzhälfte, den ich hier gerade sehe, in der Startnummer 100. Und wir aus Neunkirchen, der fährt diesen Porsche mit 356C, also schon ein später 356er. Im Gab als Prä-A, das ist die ursprüngliche Variation von 55, gab es den Prä-A, dann gab es den A, der gebaut wurde von 56 bis 59, dann gab es den B von 59 bis 63 und dann den C von 63 bis 65. Und 64 war der Elber aber schon vorgestellt worden. Da standen die Weichen schon auf dem neuen Helm. Vielen Dank euch beiden. Toll, dass ihr uns diesen herrlichen... Einer wunderschönen... Das ist eine DKW des Knaben und Schau. Die DKW mit dem stehenden Motor wird gefahren von... Und Jasmin, das wird man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Hören Sie dieses Motorrad mit, DKW war ja eine Firma, die Zweitrakter gebaut hat, in der damaligen Zeit. Wurde dann von den Viertraktern verdrängt, warum es so war, ob wegen Abgasvorschriften oder wie auch immer, das wissen wir heute nicht mehr so ganz genau, und wir verschweigen es auch ganz viel. Aber Zweitakt-Motorräder waren damals sehr, sehr beliebt, wie auch Zweitakt-Autos. DKW baute ein Auto, das hieß 3 gleich 6, weil mit dem Dreizylinder-Zweitakter die gleiche Leistung gebracht wurde wie mit dem Sechszylinder-Viertakter. Das nur zu deiner Erinnerung. Vielen Dank, Herr Fried. Toll, dass du uns diese DKW präsentierst. 52 Zentimeter DKW. Toll. Hans-Herbert Frau, wo bist du? Hans-Herbert, das ist dein Motorrad, die Florenz von Greifer. Und die fahren wirklich wohl mit Bock erzählen. Ja, genau, aber heute, ja. Und wie kam es an das Motorrad? 50 Zentimeter, das weiß ich. Damals kleine Frau. Seitdem hast du die? Seit wann? Seit 73, damals 73. 1972 gekauft und seitdem wegst und wegst du dieses Motorrad, die Greifler Florett, die ja Geschichte geschrieben hat. Man muss sagen, die Firma Greifler gibt es ja nicht mehr, weil sie hat irgendwann aufgehört zu produzieren. Nachdem sie dann aufgehört hat zu produzieren, wurde Greifler mit der Florett endlich Weltmeister. Woher nicht? Weil die ganzen Teile, die Ersatzteile, wurden ja verkauft an einen Holländer, an Van Veen. Und der hat dann den letzten Weltrekord nach Hause gefahren. Vielen Dank. Hans-Georg Anschein fuhr damals auf der Kreiter. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Hast du die Dümmung gesehen? Nee. 2 Liter Motor. Aber ab der C-Variante gab es nur noch die 1600er Motoren. Bernd Holzer. Aus St. Brauchen Sie ein Mikrofon? Wäre schon gut.
Dann holen wir schnell ein Mikro. Da mache ich gerade noch die Autos, die hier stehen. Meine Frau kann dann das Mikrofon holen. Da ist Detlef Knapp aus Völklingen, der uns diesen Ford präsentiert. Einen Ford Taunus, einen V6er mit dem Sechszylindermotor. Von 1977 wurde dieser Ford. Erhöhe mein Gebet und lass mein Jugendkind zu dir kommen. Lass uns beten. Herr und Gott, ich stehe von deinem Angesicht und rufe zu dir. Segne diese Fahrzeuge und beschütze alle vor Unglück und Schaden, die sie im Beruf und Freizeit benutzen. Gib, dass sie im Straßenverkehr allzeit verantwortungsbewusst bleiben. Mach uns richtig voll und hilfsbereit. Lass uns in allem, was wir tun, deine Zeugen sein. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um die Menschen aus dem Dunkel der Welt in das Licht der Verheißung zu führen. Wir bitten dich, segne dieses Bild von Christophorus. Es erinnert uns daran, dass auch wir Christus Träger sind. Hilf uns, rücksichtsvoll, hilfsbereit und verantwortungsbewusst füreinander zu sein. Lass uns gesund und sicher an das Ziel unserer Fahrten gelangen. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Niemals gedacht, dass so viele bei der zweiten Veranstaltung hierher kommen würden, um mit dabei zu sein am Christophorustag. Das zeigt uns, dass viele, viele, viele Freunde, man kann an den Autos und an den Motorrädern wunderbar auch feststellen, in welcher Zeit sie gebaut worden sind. Wenn man zum Beispiel den VW Käfer betrachtet, daran kann man es wunderbar erkennen. Der VW Käfer, der ja seit späten 30er Jahren gebaut wurde und dann auch nach dem Krieg noch gebaut wurde und dann plötzlich als der wievielmillionste Käfer vom Band gelaufen war, und Italien dachte, bei den Bobas die nächsten überwiegenden Motorräder vorgestellt werden. Das soll der Simon schnell, dass wir das auch anders benutzen können. So. Und der Christoph ist der Organisator dieser Veranstaltung nächstes Jahr. Christoph, was wollt ihr haben? Ja, es wird ein großes Treffen geben von Bobas, Treffen von Kaffeebläsern auf einer Partymeile. Es wird 8 Meilen in Bewegungsdorf geben. Super, da freuen wir jetzt schon drauf. Das ist ja genau unsere Heimat. Da werden wir uns wahrscheinlich mit involvieren, mit dem Motorsport-Historiker. Da sind wir natürlich dabei, der Werner hat schon genickt. Da legt man das in der Hand und dann freuen wir uns, dass wir gemeinsam so eine tolle Veranstaltung zwischen Waldersweiler und St. Wendel und Gudesberg durchziehen können. Wunderbar, danke. Schön, dass ihr mit dabei seid. Toll. Das sind natürlich schon Motorräder, die hier stehen haben. Die Boxer, toll, die BMWs, aber das sind alles Eigenbauten, die ihr hier habt, oder? Das sind alles Eigenbauten. Was ist das, ein BMW-Boxer? Zwei Zylinder-Boxer mit 500 Kubikzentimeter. Mit 750 Kubik? Ja. 78 Kubik. Ja. Super. Daneben, das ist ja auch BMW, das ist auch wieder was ganz, 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 ganz Rares, was wir hier sehen. Das ist nur 100-7, Baujahr 80. Aber auch eingebaut. Auch eingebaut, ja. Und ich sehe fast nur Geländebereifung drauf, also für den ganz normalen Straßenverkehr schon gedacht, aber man kann auch hin ins Gelände fahren. Super. Danke euch. Historiker. Erwähnt, warten wir, bis wir aufhören zu läuten, denn dann ist es vielleicht noch ein bisschen. Damals, 1948,
erwähnt und 1965 dann wieder abgemeldet. Und 2011, als der MCW Motorsporthistoriker Club neu gegründet wurde, da war natürlich sofort ein Riesenrun unterwegs auf diesen Club, weil wir in meinem Alter, wir sind ja alle so ein bisschen Motorsport verrückt, durch Kleinkind schon angefangen in den 50er Jahren auf dem Stadtrundkurs in St. Wendel, 52 ging schon los, da war ich mal gerade 6 Jahre alt, da haben mich die Autos und die Motorräder schon begeistert. Und wir haben zurzeit bei den Motorsporthistorikern 223 Mitglieder. Klaus Bullion ist Mitglied. Monika Schuh, geborene Balthasar, die Tochter des legendären Rennleiters August Balthasar. Jim Redman, der sechsfache Weltmeister, ist Mitglied. Luigi Taveri, der dreifache Weltmeister, ist Mitglied. Alleine 19 Starts von 1951 bis 1964 hatte ja Luigi Taveri hier in St. Wendel. Weltweit ist er der einzige Fahrer, der bei den Weltmeisterschaften in der Soloklasse und Seitenwagenklasse WM-Punkte eingefahren hat. Max Stäubel war vor einem Jahr hier bei uns zu Gast, der vierfache Weltmeister. Heiner Butz, der dreifache deutsche Meister. Hans-Georg Anscheid war hier mit dabei, der dreifache Weltmeister. Oswin Zimmer ist ja Gründungsmitglied der Motorsport-Historiker. Und natürlich Heinz Düppern. Nicht zu vergessen, er ist mit Gründungsmitglied. 10 Vereinsmitglieder nehmen aktiv am Rennsport auch heute noch teil. Hauptsächlich natürlich bei Veranstaltungen des VfV, des Veteranenfahrzeugverbandes. So ist Jens Bach deutscher Meister 2013 geworden. Zurzeit ist er ja Zweiter in der Gesamtwertung beim Veteranenfahrzeugverband. Michael Schley ist zurzeit Dritter in der Gesamtwertung und Markus Leis wurde vor 14 Tagen in seiner Klasse Erster. Weitere Fahrer, wir sind ja mittlerweile bei den Motorsporthistorikern auch so ein bisschen international geworden. Alfons Cornadi aus Luxemburg und Walter Knoll, 79 Jahre alt. Herbert Seib, Herbert Schneider mit seinen 78 Jahren. Markus Leis, Thorsten Dahl, Rudi Rupp und so weiter. Wenn Sie also Interesse haben, meine Damen und Herren, zu uns zu kommen, zu den Motorsporthistorikern, gehen Sie ganz einfach zum Stand hier. Und da steht schon, 5. internationale Motorsportklassik St. Wendel. Dort sind wir vertreten mit den Motorsporthistorikern. Da kommen Sie einfach, nehmen Sie ein Anmeldeformular mit. Wir sind für jeden dankbar, den wir bei uns im Club haben. Das ist nicht teuer, das ist aber sehr exklusiv. Das muss man sagen. Vielen Dank und meine Damen und Herren, haben Sie noch viel Spaß bei den Onlys, nicht nur auf 2 Beinen, sondern auch auf 2 Rädern und auf 4 Rädern. Genau, und auf 3 Rädern, wie deiner. Wo hast du denn deinen stehen? Da oben steht der Kleine. Der Eschbuch stimmt. Jo. Ne, das war jetzt. Das war früher keine Stimme.